Mein Aktiensparplan für den Sommer 2023, aber sicherlich auch darüber hinaus. Das heißt, wenn du das Video zu einem anderen Zeitpunkt siehst, sind die Aktien, die ich dir heute zeigen will, sicherlich trotzdem interessant und relevant. Ich bespare Aktien bei Trade Republic, also ich nutze da den Sparplan. Das bieten auch andere Anbieter an und es macht meiner Meinung nach Sinn, das auf mehrere Anbieter aufzuteilen, weil man dann immer die Boni mitnehmen kann. Zum Beispiel, wenn du noch nicht bei Trade Republic bist, kannst du dich mit dem Link in der Infobox anmelden und kannst damit einen Bonus bekommen. Zuletzt waren das 100 €, also das kann sich durchaus sehr lohnen, auch da verschiedene Anbieter zu nutzen. Ja, gucken wir mal vielleicht erstmal ganz schnell in den Disclaimer, damit das schon mal klar ist. Das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung, also stopp das Video hier, liest dir das durch. Ich zeige dir einfach nur, was ich mache. Hier siehst du meinen Sparplan und was du dann daraus machst, da, das kannst du natürlich selber entscheiden. Also ich bespare im Augenblick diese 5 Aktien jeweils mit 50 € pro Monat, also insgesamt 250 € und versuche hier breit aufgestellt zu sein, was die Themen angeht. Generell denke ich, ein Portfolio sollte breit aufgestellt sein, was die Assets angeht, also Gold, Aktien, Krypto, andere Dinge. Aber auch in der Asset-Klasse versuche ich breit zu streuen. Das heißt, ich habe hier ganz verschiedene Themen abgedeckt. Was du interessanterweise vielleicht siehst, ist, hier ist keine Aktie aus Europa dabei. Und das liegt daran, dass ich, was den europäischen Wirtschaftsraum angeht, nicht besonders optimistisch bin für die nähere Zukunft. Ich glaube nicht, dass das komplett kollabiert, aber ich glaube auch nicht, dass wir da die ganz großen Wachstumsraten sehen werden. Darum ist hier Daikin aus Japan und die anderen sind amerikanische Aktien. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst. Glaubst du, dass wir da goldene Zeiten in Europa sehen werden oder glaubst du auch, dass andere Regionen der Welt da besser performen werden? Das heißt auch nicht, dass ich überhaupt nicht in europäische Aktien investiere. Ich habe kürzlich, und das stelle ich dir hier oben jetzt gerade vor, eine Bioprinting-Aktie aus Schweden vorgestellt. Die finde ich sehr cool. Die haben sich seitdem auch sehr gut entwickelt, plus 20%. Aber generell eben für diesen Sparplan setze ich auf andere Weltregionen. Und ja, damit fangen wir mal an. Fangen wir mal mit Daikin Industries an. Daikin Industries ist natürlich global agierend. Deren Themenfeld sind aber im Wesentlichen Klimaanlagen, andere Kältetechnologien. Die machen auch Wärmepumpen, aber alles so in diesem Themenbereich Kälte, Wärme, das ist das, wo Daikin sehr, sehr stark ist. Wie gesagt, die sind in Japan lokalisiert. Und gucken wir uns mal den Chart an über die letzten 5 Jahre. Der ist solide. Plus 76% über 5 Jahre ist ja sehr gut. Maximalverlauf sind sogar, glaube ich, fast 300%. Das lädt jetzt gerade nicht. Das ist egal. Bleiben wir bei den 5 Jahren, die wir jetzt gerade gesehen haben. 76% finde ich sehr, sehr stark. Ich habe nur Aktien ausgewählt hier, die nicht in den letzten Monaten sehr, sehr stark performt haben. Also niemand, der sich in den letzten 5 Jahren, in den letzten 6 Monaten verdoppelt hat, wird in diesem Video auftauchen, weil ich glaube, dass da das Potenzial dann einfach nicht mehr groß genug ist. Aber gut, das ist Daikin. Machen wir weiter. Nächste ist Danaher. Danaher ist im Prinzip eher eine Gruppe. Und zwar haben die verschiedene Firmen in ihrem Portfolio, die Sachen aus dem Medizintechnologiebereich darstellen. Da geht es viel um Infrastruktur und um Geräte, weniger jetzt darum, vielleicht zum Beispiel Medikamente oder so als solches herzustellen, sondern die liefern eher die Tools, damit andere Firmen das machen können. Und damit sind sie meiner Meinung nach auch in einem sehr, sehr interessanten Sektor unterwegs. Auch die Danaher-Aktie hat sich gut entwickelt in den letzten 5 Jahren, plus 154%. Manche von den Aktien, die ich hier übrigens vorstelle, schütten Dividenden aus, andere tun das nicht. Das war bei mir für mich jetzt kein wichtiges Kriterium in der Auswahl. Zscaler ist im Bereich Cloud Computing, aber vor allen Dingen da in dem Thema Cybersicherheit unterwegs. Und ja, ich glaube, das muss man auch keinem erklären, dass Cloud Computing und Cybersicherheit extrem wichtige Zukunftsthemen sind. Und hier ist der Aktienverlauf so, dass wir sehen, innerhalb der letzten 5 Jahre, das sind jetzt hier weniger, die gibt es noch nicht so lange, plus 175%. Sehr schönes Investment. Dann kommen wir zu Enphase Energy. Ich muss immer aufpassen, ich sage immer Enphase Energy, aber das ist es nicht, es ist Enphase. Die sind im Bereich Solarstrom unterwegs. Und auch das ist natürlich ein absoluter Zukunftsmarkt.
man sieht immer mehr Häuser, die sich selber Solaranlagen aufbauen. Die ganze Energietransformation, da wird Solar eine extrem wichtige Rolle spielen. Und Enphase Energy bietet hier ein paar ganz interessante und intelligente Lösungen an. Darum sind sie in meinem Portfolio. Und auch hier gucken wir uns den Chart an. Der ist ehrlich gesagt nicht so gut über das letzte Jahr in diesem Fall. Da haben sie 25% Verlust gemacht. Nichtsdestotrotz sehe ich ein großes Potenzial in dieser Aktie und habe sie deshalb ins Portfolio aufgenommen. Und die letzte Aktie ist ein Schlachtschiff, wenn man so möchte. Union Pacific, Eisenbahnanbieter aus den USA. Extrem solide. Gucken wir vielleicht direkt mal in den Chart rein. Die schütten auch eine ganz vernünftige Dividende aus. 62% über die letzten 5 Jahre. Das ist wirklich sondern eine Aktie, die kann man immer investieren, da macht man auf jeden Fall nichts falsch mit. Die wird sich nicht verzehnfachen, die wird aber stabil laufen. Eisenbahntechnologie entwickelt sich weiter, wird in der Mobilität der Zukunft eine große Rolle spielen, in Städten und zwischen Städten. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass das ein gutes Investment ist. Und wenn wir es mal durchgehen, sieht man, glaube ich, so ein bisschen, dass es breit aufgestellt ist, aber eben doch durchaus versucht, Zukunftsthemen abzudecken. Also Daikin ist halt im Bereich Kältetechnologie zu finden und da passt dann wahrscheinlich auch nochmal Enphase Energy hin. Das ist halt diese ganze Fragestellung, wie sieht die Zukunft die Energieversorgung aus? Ja, wie erreichen wir Kühlung bei heißen Sommern? Wie bekommen wir den nötigen Strom dafür? Dann Danaher im Biotech, Medizinsektor. Ich glaube, wir haben durch die Pandemie gesehen, wie stark dieser Bereich explodieren kann und wie wichtig das Gesundheitsthema ist. Zscaler, Cloud Computing, Cybersicherheit, absolute Zukunftsthemen oder eigentlich Themen der Realität. Digitale Transformation ist da das Schlagwort. Und Union Pacific vielleicht so als Fels in der Brandung, als solides Unternehmen, egal was kommt. Würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Haut es mir in die Kommentare. Ist eine oder andere der Aktien für euch interessant und relevant? Wenn dem so ist, ja, würde ich mich sehr über Feedback freuen. Generell würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen was da lasst. Interessiert ihr euch für Aktien oder ist wirklich nur Krypto das einzig wahre Thema für euch? Und wenn ich eins der Unternehmen ein bisschen näher analysieren soll, dann ja, würde ich mich auch darüber freuen, wenn ihr mir das schreibt. Generell, ich versuche den Kanal wachsen zu lassen. Das heißt, ihr unterstützt mich sehr, wenn ihr mir ein Abo dalasst oder eben einen Kommentar dalasst, einen Daumen nach oben gebt. Und dann hoffe ich, dass wir gemeinsam den Kanal hier zu neuen Höhen führen können. Es wird bald mal wieder auch Zeit für ein paar schöne Gewinnspiele. Ich habe da ein paar Ideen im Petto und generell wird es ein paar sehr coole Projekte in der Zukunft geben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao.